Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Kiandegang. Das könnte vielleicht etwas laut sein. Ich habe keine Ahnung, wie sich das in der Endaufnahme anhört. Nimm das Ding mal auf? Ja. Glaube ich zumindest. Ich vertraue mal drauf. Willkommen zu Animal Crossing Pocket Camp. Eigentlich sehr verhasst. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich spiele natürlich nebenher noch New Horizons Animal Crossing. Und deswegen kann ich, glaube ich, ganz gut einschätzen, wie gut dieses hier ist. New Horizons war mein erstes Spiel. Das hier ist mein zweites Animal Crossing. Irgendwann werde ich, ich habe kein 3DS. Das heißt, ich habe New Leaf nicht gespielt. Und die anderen habe ich erst recht nicht gespielt, da es noch nicht in meiner Zeit war. Ja, Pocket Camp. Ich weiß nicht, wann kam das raus? 2017 oder 18? Ich glaube sogar 18. Ich starte einfach mal rein. Das Spiel ist kostenlos installierbar. Der Kauf von Bonds ist optional. Käufe können in bla Nintendo Account verknüpfen. Bei Verknüpfen mit einem, wenn deine Speicherdaten inklusive Bloodbonds gesehen hat, angerät mit dem Betrieb. Ne. Um das Speichern brauchst du dir keine Gedanken. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ich habe gehört, es gibt besondere, wie heißen die Gegenstände, die man auf New Horizons bekommen kann. Aber muss man dafür, okay, Nintendo-Account verknüpft sein? Weil da stand, glaube ich, nur, der speichert diese Bloodbonds. Hey du, willkommen bei Animal Crossing Pocket Game. Oh, ich will dich damit nicht überfahren. Aber sag mal, wenn du dir einen Urlaubsort aussuchen könntest, wo zöge ich dich dann hin? Zurück zur Natur, einfach ganz weit weg. Egal, wenn du Rexen. Zurück zur Natur. Ach ja, du willst also den Trubel deines Alltagslebens entfliehen. Cool, dann bist du hier genau richtig. Wie kommst du? Ganz frei und bewegen. Und die Bäume, das Meer und all diese Sachen genießen. Okay, du kannst bestimmt kaum erwarten, ein bisschen Abenteuerluft zu schnappen. Ich wünsche dir viel Spaß auf deinen Reisen. Wir treffen uns garantiert wieder. Irgendwann, irgendwo. Ich versuche auch, jeden Charakter zu synchronisieren. Weiß nicht, ob ich das Video jetzt im Hochformat lasse oder ob ich hier neben dem Bildschirm noch so einen Rand mache, dass es dann noch Querformat ist. Charakter erstellen. Du kannst deinen Charakter erstellen. Keine Sorge, du kannst jeder schnell... Junge? Also ich bin gerade aufgestanden, deswegen wird das am besten passen. Oder das da, oder das da. Ja, das sieht geil aus. Ich guck mal trotzdem alles nochmal an. Was ist das? Ach, man kann eine verschiedene Haarfarbe machen. Oh, wusste ich gar nicht. Das hatte ich am Anfang von Animal Crossing New Horizons gehabt. Jetzt habe ich aber so eine Frisur, deswegen würde ich die nehmen, aber ich zeige euch trotzdem nochmal alles. Schade, dass es nicht so viele Frisuren auch in New Horizons gibt. Ich habe so solche ähnlichen Augen, nur in groß, die so schön normal aussehen. Ja, so. So nur mit Augenbrauen. Kommt mir bekannt vor. Gibt es noch mehr Optionen? Nee. Hautfarbe. Warte mal, ich muss mal vergleichen. Im Sommer bin ich richtig braun, deswegen... Ich nehme das da. Haarfarbe. Kann man so lassen, oder? Wenn ich meine Haare färbe, dann sieht es so aus. Oder so. Oder so. Oder ich bin Neymar. Kann man auch machen. Augenfarbe. Ja, dunkelblau. Schön blau. Ich habe... Leute, Familie sagt, ich habe richtig schöne blaue Augen. Ja, die Nase würde ich gerne ändern, aber das geht ja natürlich nicht. Dann würde ich sagen, wir lassen es so. Ja. Sieht's geil aus? Ja, ich würde es so lassen. Perfekt.
Und ich habe auch endlich einen schönen Ort zum Aufnehmen gefunden. Mit meinem neuen geilen Stativ kann ich im Liegen aufnehmen. Obwohl, ich könnte noch was umstellen. Für die maximale Gemütlichkeit beim Aufnehmen. Weil mehr Gemütlichkeit heißt auch mehr Qualität und mehr Spaß und mehr Folgen. Und Likes heißen auch mehr Folgen. Du möchtest irgendwo laufen, dann tippe einfach auf den Bildschirm. Wenn du deinen Finger über den Bildschirm ziehst, folgt ihm dein Charakter. Wenn dir etwas oder jemand ins Auge fällt, tipp's einfach an. Oh, Bienchen ist da! Die habe ich auch in Animal Crossing New Horizons als Bewohner. Hab meine Bewohnerschaft jetzt fertig. Ich habe Bienchen, Marion, Mizutsu und ich kann einfach jeden Bewohner einblenden hier irgendwo. Oder so. Wenn du Fragen hast, kannst du auch jederzeit einen im Reiseführer nachschauen. Oh, Melinda. Ah, willkommen. Du bist sicher der neue Campingplatzmanager, den wir erwarten. Wie war die Anreise? Manager, was? Keine falsche Bescheidenheit. Du wurdest uns wärmstens empfohlen. Ich muss erstmal gucken, welche Synchronstimme am besten passt, ja? Allerdings wurde nur per Telefon angeklärt. Wie war man... Mann, ich kann nicht lesen. Allerdings wurde alles nur per Telefon abgeklärt. Wie schreibt man denn deinen Namen? Bitte achte, dass alle spielen. Keine persönlichen Angaben. Allerhöchstens den Zeichen. Kilian. Habe ich das richtig verstanden? Kilian? Warte mal, warum ist der so ein komischer... So, ich schreibe jetzt meinen Namen normal. Kilian. Habe ich das richtig verstanden? Kilian? So, jetzt ist es richtig. Super, Kilian. Willkommen auf unserem Zeltplatz deiner Träume. Ich heiße übrigens Melinda und freue mich riesig, dir alles zu erklären und zeigen zu dürfen. Als Manager bist du mit der Leitung des Platzes vertraut und kannst hier alles beliebig einrichten. Der Spielraum reicht dabei vom Aufstellen von Möbeln bis hin zum Einrichten großer Zeltplatzobjekte. Man muss aber auch sagen, das Spiel richtet sich eher New Leaf, weil Animal Crossing New Horizon kam 2 oder 3 Jahre später. Wobei man sagen muss, New Horizons ist das beste Animal Crossing jemals, finde ich. Außerdem fungierst du als Gastgeber und kannst nach Herzenslust Einladungen aussprechen. Dann mal los. Auf die Reaktion hatte ich gehofft. Für Gäste muss der Zeltplatz aber noch hergerichtet werden. Ich benötige noch ein paar Informationen. Beschreib mir mal bitte, wie du dir den Zeltplatz deiner Träume vorstellst. Und zwar in einem Wort. Natürlich putzig, sportlich, cool. Also putzig weg. Mag zwar Sport, aber sportlich muss auch nicht sein. Cool oder natürlich. Ich sag mal natürlich. Bienchen! Heißt das, die zieht zu mir? Hinweis, unabhängig von dir gewählten Achso, also ist das... Achso, ja. Ich möchte Bienchen haben. Verstanden. Ach, ich kann es gar nicht erwarten, den fertigen Zeltplatz zu präsentieren. Ich könnte dich gleich schon in die gestalterischen Maßnahmen mit einbeziehen. Ginge das? Die Einrichtung soll komplett erneuert werden. Leider gehen mir die Materialien aus. Fahr du mit dem Wohnmobil zum Windwäldchen und sieh nach, ob jemand Hilfe braucht. So ertauscht man sich hier im ländlichen Raum, nämlich Materialien zum Bauen und Basteln. Viel Erfolg! Ach, Melinda. Melinda, Melinda. Oh, da ist Bienchen. Windwäldchen, die Früchte des Waldes zergehen förmlich auf der Zunge. Modespaß, Kleider, Hüte, Accessoires, gute Güte, so viel Auswahl. Bienchen! Hilfe leisten. Während deiner Reise wirst du auf deinem Camping... willst du auf Camper treffen, die Hilfe dürfen. Sprich sie doch einfach mal an.
Sie werden sich mit Sternis oder Gegenschenken erkenntlich zeigen und vielleicht werdet ihr richtig gute Freunde. Oh, Apollo. Das war gerade übrigens Sophie, diese Katze. Allerdings reisen deine tierischen Freunde auch herum oder gar nach Hause. Also vergeude keine Zeit. Hühnchen! Oh, hallo! Ich glaube, wir kennen uns doch gar nicht. Mein Name ist Bienchen. Melinda sagte bereits, dass ein neuer Campingfreund ankommt. Du musst also Kian sein. Sehr erfreut, dich kennenzulernen. Warte mal, kann man den Text skippen? Ja, kann man wirklich. Wenn man gedrückt hält, dann skippt man alle Texte. Für mich dreht sich alles um das Obst. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Soll ich welches ernten? Welches dein Lieblingsobst? Welches sollte ich ernten? Oh, ich liebe knackige rote Äpfel. Falls dir einer von in die Hände gerät, wäre ich dir sehr verbunden. Obsternte. Schüttel einen Baum, in den du ihm antippst. Ja. Beim Schütteln fällt Obst runter. Zum Antippen kannst du einfach mit Antippen kannst du Boden aufheben. Also man kann entweder irgendwo hintippen, dann läuft er dahin. Man kann aber auch einfach gedrückt halten. Hier antippen und dann wird er so dick einmal und dann könnt ihr einfach halt aufheben. 3 Äpfel haben wir. Hast du schon gefunden, wonach ich gesucht habe? Klar. Ein Apfel. Vielen Dank. Hier ist deine Belohnung. Hier ist deine Belohnung. Ich bin ja so froh, dass wir uns gegenseitig unter die Arme greifen konnten. Wuff. Hast du dir schon den Flauschstoff angesehen, den ich dir gegeben hatte? Man mag es kaum glauben, aber er eignet sich zur Herstellung zauberhafter Einrichtungsgegenstände. Ich weiß übrigens nicht, wie lange die Folgen gehen, weil ich kann es hier nicht sehen. Das heißt, ich werde immer random ausmachen, wenn ich keinen Bock mehr habe oder wenn ich einfach schon im Urin habe, dass die Folge so lang geht. Wenn wir so ein gutes Team sind, könntest du mir dann vielleicht auch noch einen Gefallen tun? Ich bräuchte eine Kirsche, einen Pfirsich und eine Orange. Natürlich gibt es da auch wieder eine Belohnung. Vielen Dank im Voraus. Kirschen wachsen auf meiner Insel. Meine Insel heißt in New Horizons Madeira, aber ich habe sie vor Unge gemacht. Das heißt, er hat meine Insel nachgemacht. Wahrscheinlich, weil sie so toll ist. Eine Orange. Finde ich übrigens traurig. Damals gab es ja in Animal Crossing New Leaf, diesen Birnen, gab es nicht nur Kokosnüsse an den Palmen, da gab es auch Bananen. Gibt es nicht mehr. Vielleicht wissen wir noch. Oh, was ist das? Sind das Fidschis? Eine Litschi. Ich meine natürlich nicht Fidschi, Litschi, Entschuldigung. Habe ich noch nie gehört. Hast du schon gefunden, wonach ich gesucht habe? Ja. Vielen Dank. Die Früchte sehen zum Anbeißen aus, nicht wahr? Dann sollten wir uns nicht lange bitten lassen. Bitte greif zu, Kian. Es genügen für uns beide da. Wuff. Lecker. Frische Früchte mit Bienchen genießen. Was kann schöner sein? Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich in Animal Crossing spiele, ich habe ja nur geile Bewohner, mit denen ich richtig gut befreundet bin, bin ich manchmal traurig, dass es die nicht in echt gibt. Warum gibt es nette Leute nicht in echt? Warum gibt es nur schreckliche Menschen auf der Welt? Was mache ich denn? Ach, war das nicht wundervoll? Oh, Level 2. Freundschaft. Oh, wieder eine Belohnung. Naturessenz, ein Hartstoff. Ein paar Sterne. 600 Sternis haben wir. Ich hoffe, wir können das einmal wiederholen. Ist so schön, auf Reisen neue Freunde zu finden. Auf bald.
bald, Kilian. Ob mein Zeltplatz wohl schon fertig ist? Jobs, wenn Jobs erfüllt, fühlt sich das nun toll an. Nein, du bekommst auch sogar eine Belohnung. Aha, also ist das wie Nux mein Programm. Och, da hinten sind Rosina und Björn. Es ist ja gerade New Horizons Hochzeitssaison. Kilian, willkommen zurück. Also hoffentlich hat sich die ganze Warterei gelohnt. Die Campingwelt steht dir nun so gut wie offen. Sieht toll aus. Ach, zum Glück gefällt es dir. Die gesamte Einrichtung stammt übrigens von Rosina und Björn. Sie sind die Besitzer der fahrenden Fundgrube, einem Warenbau- und Bastel-Eldorado. Welche Freude, dich zu treffen. Das ist ja Rosina, die spricht ja. Oh, Sino, du hast ja schon etwas Bau- und Bastelmaterial dabei. Es wird mich ungemein freuen, dir zu zeigen, was wir damit so alles anfangen können. Bist du soweit? Dann sieh mal in dem Bau- und Bastelkatalog nach, ob es irgendwas Interessantes gibt. Bau und Basteln. Eine Bank. Wie heißt die Bank? Western-Sofa. Ich bin kein Fan von Western. Aber anscheinend müssen wir das gerade machen. Super, ich mache mich gleich an die Arbeit. Ach, so ist ja der Björn. Schon wieder ganz fleißig am Arbeiten. Er hat eine Menge zu tun, also wundere dich nicht, wenn dein Auftrag mal etwas länger dauert. Andererseits lässt sich mit Blattbones bestimmt etwas machen, um seine Arbeit zu beschleunigen. Stell dir vor, dann kommt der Chef so: Arbeite schneller! Und dann, der Arbeiter so: Dann müssen Sie mir mehr Gehalt geben. Dann gibt er mehr Gehalt und er ist nach 3 Minuten fertig. Welch Zufall, dass ich gerade ein paar Bloodbones dabei habe. Los, ich zeig dir, wie sie funktionieren. Was, man muss warten, dass etwas gebaut wird? Das finde ich aber lame. Das finde ich wirklich doof. Möchtest du ein Bloodbone zahlen, um die Herstellung sofort durchzuführen? Oh, alles fertig. Aber dann wird wahrscheinlich auch ein paar Sachen eine Stunde dauern, oder? Na, was sagst du? Gar nicht übel, oder? Pass gut drauf auf. Nun denn, ich schätze, wir könnten dann vorerst wieder in die Stadt zurückkehren. Und jederzeit Bescheid, wenn wir etwas für dich bauen oder basteln sollen, Kilian. Wir halten uns auf Abruf auf Anten bereit. Auch unser Katalog wird ständig erweitert. Wirf gerne mal einen Blick auf die größeren Objekte, die Björn gemacht hat. Ich hab den Text weggeskippt. Sheet. Wow, da hat er dir aber wirklich ein Meisterstück abgeliefert. Da werde ich fast ein bisschen neidisch. Dieser Zeltplatz hat nach so einer Attraktion geradezu geschrien. Los, wir stellen sie gleich zusammen auf. Tippe auf das Glitter-Symbol rechts oben auf dem Bildschirm mit dem Einrichtung. Blablabla. Speichern und beenden. Zeltanpassung. Nur fertig. Perfekt. Findest du nicht auch? Ja. Oh, das hat sie ganz toll gemacht. Du bist wirklich der Beste. Ich sollte irgendwo schlafen. Ich glaube, ich sollte im Wald schlafen. Glaube ich auch. Hier können wir also so einen Campingplatz bauen. Ich meine ein Zelt.
Speichern. Und auf fertig. Toll gemacht. Du bist einfach der Beste. Ich glaube, ich schlafe aber trotzdem im Wald. Außer ich darf hier rein. Das macht keinen Sinn. Weiß ich, darf einen Camper einladen? Camper? Lad mich an. Ja, ich kann Bienchen einladen. Favoriten. Campingplatz einladen. Ja, 27.02. Weiß ich. Ihr goldene Fell macht Bienchens Namen aller Ehre. Möchtest du diesen Camper einladen? Natürlich. Bin ich ein Affe oder was? Ja. Bienchen! Na, 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 na. Bienchen ist da. La, 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 la. Nur noch so der Frage, falls sich jemand fragt, wann geht dieses Projekt zu Ende? Keine Ahnung, bis ich keinen Bock mehr habe. Also ich versuche schon, dass es nicht irgendwann abrupt weggeht, sondern dass es mindestens 20 Folgen werden und dass wir auch sehr weit kommen, ja? Ich werde das Projekt an dem Punkt beenden, wo man den Campingplatz einfach nicht mehr schöner machen kann, ja? Oh, das hast du ganz toll gemacht. Yippie, Bienchen kann nun jederzeit auf meinem Zeltplatz Urlaub machen. Neuer Camper eingeladen. Ist es nicht einfach fantastisch, deinen Gästen den Urlaub zu versüßen? Ich fühle mich pudelwohl. Levelausstieg. Ja, bla bla. Claudia! Das war Claudia. Meine zukünftige Ehefrau. Anfangs gut, alles gut. So gut, dass sich deine Karriere als Zeltplatzmanager rumsprechen wird. Ich kann es kaum erwarten, dass die Gäste hier in die Schlange stehen. Bin ich nicht geil? Oh, bevor ich es vergesse, ich habe noch was für dich. Ein kleines Einweihungsgeschenk sozusagen. Wenn das jetzt scheiße ist, dann werde ich dich umbringen. 2000 Sternis! Honig. Dünger, Honigsüße, Meereswurfnetz, Flusswurfnetz, Holzstoff, Flausch. Kann man jetzt hier eigentlich auch irgendwie angeln? Nämlich ein Zeltplatz-Manager-Starter-Kit. Dann bist du in deinem neuen Job auf fast alle Eventualitäten vorbereitet. Hab ich noch nie gehört, das Wort. Tja, dann mach ich mal. Dann mache ich mich mal wieder aus dem Staud. Schließlich hast nur du eine Menge zu tun. Ach, nicht nur du. Oder was stand da? Nicht nur du oder nur du? Falls du aber noch irgendwas von mir brauchst, dann komm doch einfach auf dem Markt vorbei. Jetzt haben wir einfach Bienchen. Erweiterung des Camper-Indings. Mein Camper-Indings. Katalogerweiterung, Gebiets. Wohnmobil kann man sich. Ja, ja. Man kann jetzt irgendwo hinfahren anscheinend. Daten. Oh nee. Muss jetzt ernsthaft einen Daten-Download machen. Hä? Also ich werde das jetzt rausschneiden. Hä? Was passiert hier? Ach so! Oh, das ist so ein Dingsspiel. Okay, ich werde das jetzt rausschneiden, ne? Aber. Ich zeige euch eben noch kurz, was das hier ist. Wahrscheinlich kann man hier so Geld einsacken. Okay, schneide jetzt und dann seht ihr gleich, wie viel Geld ich geangelt habe mir. Oh. Yeah, wir sind fertig. Download abgeschlossen. Du kannst hier die verdienten Sterne später in deinem Briefkasten abholen. Geil. Gibt es mehr solche Downloads, wo man so gratis Money bekommt? Ich habe nicht die gesamte Ausbeute, weit nicht. Aber ich habe wenigstens um die 4000 Sternis bekommen. Also, ja. Ein Tagesbonus.
Du hast Bonuspost erhalten. Tippe auf den Briefkasten. Schön, dich wiederzusehen, Kilian. Weißt du, ich habe nachgedacht. Seit unserer ersten Begegnung habe ich richtig viel Spaß mit dir und deinem Campingplatz gehabt. Aber wie wäre es denn, wenn unsere positive Erfahrung mit mehr Freunden teilen können? Das war eine gewaltige Vision. Oh nein, Bella. Bella ist da hinten. Was für ein Kackding. Ich hasse Bella. Bella ist das Böse. Ja? Bella ist dieser Hund, der Wedel sagt und der schwarz-pink gekleidet ist. Ich bin sicher, das wäre ganz zauberhaft. Ich hasse sie übrigens wegen New Horizons. Ich hatte nämlich, meine Startbewohner waren Bella und Roland. Roland, mein bester Freund, Bella verhasst. Ja? Habe ich mit Marion ersetzt. Marion ist so ein schwarzes Schaf und sie ist nett. Ich bin mir sicher, das wäre ganz zauberhaft. Ach, hoffentlich wird die Vision einmal Wirklichkeit. Super Idee. Nun ja, es ist, wie gesagt, ist ja nur eine Vision. Jedenfalls bist du ja ein fähiger Zeltplatzmanager. Ich habe noch eine Idee, wenn es um neue Bekanntschaften und potenzielle Gäste geht. Besuch die Salzwasserküste. Ich muss sagen, das ist ein wirklich Ort. Ich kann nicht lesen. Ja, ich würde auch sogar sagen, das war's jetzt mit der Folge. Ich würde mich über ein Like oder ein Abo oder eine Glocke freuen, auch über Kommentare. Ich lese gerne Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da, wie ich gerade schon gesagt habe. Und checkt Instagram aus, da heiße ich BNWGermany und für meinen YouTube-Instagram-Account hat sich Kielende gegangen. Ja. Bye bye und ciao, Leute!